Wir brauchen Wasser. Ja, hat sich noch ein bisschen verletzt. Der nächste auch. Biodom hat kein Wasser, ja. Alter. Ein Windrad können wir leider auf dem Mond nicht bauen, weil der Mond keine Atmosphäre hat. Und deswegen haben wir hier Riesenprobleme gerade. Wir bräuchten auch dringend mal ein Labor. Wie schaut's hier aus? Da haben wir noch nichts weggespeichert. Ich beschleunige das Ding mal. Jetzt kriegen wir hoffentlich gleich Werkzeuge, weil sonst sehe ich die dicke Schwarz bei uns. Okay, wir können das wieder anschalten. Wie schaut's aus? Nachts, Energie. Wie weit kommen wir hier heute Nacht? Die Sonne ist gleich weg. Gleich ist sie weg. Die 20.000 werden wir nicht vollkriegen. Nicht mit den Bar. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch einen, der ist schon ein bisschen beschädigt. Der produziert nur noch die Hälfte an Strom. Das heißt, könnte klappen. Vielleicht klappt's. Unsere Essensvorräte sind nach wie vor megamäßig gering. Okay, pass auf, da kommt Essen an. Wir haben gerade Essen nämlich frisch produziert. Vielleicht schaffen wir es über Nacht jetzt dann mit dem Biodom. Reiß eine Pflanze ab. Nee. Oder? Okay, pass auf. Wir gucken mal, wie es mit dem Saft aussieht. Der saugt sich aber ganz schön heftig runter, Freunde. Ich behalte mal ein bisschen das Netz im Auge. Ersatzteile sind gering, das ist schon klar. Wir kriegen das Ding nicht voll. Wir kriegen das Teil nicht voll, Freunde. Pass auf, wir Krankenstation aus. Hast du was? Du hast ein Ersatzteil tatsächlich. Ja, der geht mit dem Ersatzteil raus. Ja, wie nice. So, schauen wir mal. Wenn das unter 3000 fällt, müssen wir irgendwas tun. Es sei denn, wir schaffen es vielleicht doch, das Ding ganz zu halten. Essen könnte knapp werden. Das könnte man lassen. Das können wir lassen, Freunde. Unter den Umständen könnte es klappen. Die können den Bot bearbeiten. Wunderschön. Oder? Nee, machen sie nicht. Wie schaut es jetzt hier aus? Essenstechnisch. Wir kommen nach. Nachdem wir jetzt die Nacht über Energie haben, könnte das klappen. Okay, der andere wird auch repariert. Okay. Der Biodom hat jetzt wieder kein Wasser. Das ist ein Problem. Das müssen wir lösen. Was kostet uns ein zweiter Wasserextraktor? Ein kleiner aber nur. Wohl ein großer könnte es auch tun. Bauen wir ein. Zack. Problem lösen. No! Nein! Wieso nur? Okay, pass auf. Problem anders angehen. Wir brauchen ein Labor. Das ist ein T-Ende, oder? Nee. So, wir brauchen das Labor. Wir haben keine Wahl. Wasserreservoir, ja, das sehe ich auch ein. Wir bauen ein kleines. Da brauchen wir nur eins mit Anschluss 2. Fertig, Problem gelöst. Ich weiß, es ist alles erschöpft, aber wir produzieren fleißig nach. Das wird schon. Wenn wir das Ding haben, können wir Knochenbrüche wieder behandeln. Dann kommen uns die Arbeiter langsam nach. Aber das sehe ich jetzt ganz, ganz kritisch, dass wir hier die Nacht wieder nicht mal voll bekommen. Okay, Lichter gehen an. Okay, wir verlieren jetzt Energie. Wie viel Energie hast du? Au, zweimal Werkzeuge. Das könnte sogar wirklich noch was werden. Oh, nice. Komm schon. Halte durch, halte durch.
Wir können alles machen. Das Einzige, was wir nicht machen können, ist den Biodom ausschalten. Weil wenn der aus ist, dann geht hier alles über den Bach runter. 0 Uhr. Wir müssen ausschalten. Gehen wir mal auf Notstrom. Alles aus, oder? Hol sie mal wieder etwas Zwerglieber. Magi, du Verrückter. Grüße dich, Hallöchen. Gerade eben noch von dir gesprochen. Gerade eben noch. Aber oh, shit. Ja, wir haben tatsächlich gerade von dir gesprochen. Zwergliebe für Maki, aber hallo. Ich will jetzt hier Herzen sehen, Freunde. Für den Maki. Gib ihm mal wieder ein bisschen, gib ihm mal wieder ein bisschen Liebe rüber. Komm schon, los. Jeder, von jedem, pass auf, wir machen jetzt wieder ein Spiel. Jeder von euch tippt ein Herz in den Chat. Für den Maki, ja? Ein einziges, nur ein Herz. Von jedem von euch. Glaub mir, das wird episch. Ein Herz von jedem für Maki. Oh, Maki, pass auf. Alter, da kommen deine Herzen. Das ist mit ganz viel Liebe gemacht, habe ich so das Gefühl. Sehr nice, Freunde. Sehr, sehr nice. So will ich das. Oh, wie cool. Schaut euch das an, wie geil das aussieht. Sehr nice. Maki-Herzen, alles für den Maki. So, Arzneimittel, Alter. Oh, Maki, Mensch. Da kommt die Liebe rüber, da kommt die Liebe rüber, aber ganz gewaltig, ey. Spürst du es? Tief in dir. Das ist Liebe pur. Die Zwerge haben dich nicht vergessen, Kumpel. So, Arena wollt ihr eine haben? Pass auf, wir machen das mal. Moment, jetzt habe ich es wieder vergessen einzustellen. So, okay, jetzt. Hallo, Valentin! So. Jetzt sind beide Energiespeicher heute mal voll geworden. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Wir haben ein Werkzeug for free sozusagen noch. Das Problem ist bloß, ich sehe gerade, dass unsere Arbeiter uns langsam abrauchen. Wir kriegen kaum noch welche rein. Wir haben jetzt noch zweimal. Das sollte eigentlich insgesamt reichen. Da steuert noch einer durch. Und der Ingenieur steht auch gerade ein bisschen sinnbefreit in der Gegend rum. Oh, alle gehen in die Arena, Mensch. Da geht da richtig ab. Da geht es auch richtig um Schotter. Denn der Eintritt in die Arena kostet tatsächlich 10 Zwergtaler. Wie funktioniert die Arena? Naja, du bekommst vom Zuschauen, wenn du einfach nur da bist, egal ob du followst oder nicht, bekommst du ein kleines sozusagen wie ein Konto. Ja, das heißt Ausrufezeichen Zwergtaler, kannst du es checken. Und dafür kannst du dann eben an so Chatspielen teilnehmen. Musst du, wie gesagt, musst du nichts für machen. Müsstest du nicht mal followen. Das ist alles nur optional. Und wenn du halt sagst, du willst jetzt quasi Begrüßungsgeld bei uns mit Liebe, dann followst du und kriegst gleich 10 Zwergtaler. Die kannst du halt dann auch für Giveaways brauchen oder solche Sachen. Aber die kriegst du automatisch, die kriegt jeder hier. Matze Pro, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, wir können jetzt hoffentlich gleich mal diese verdammten Beinbrüche oder Knochenbrüche behandeln. Weil das ist nämlich schon echt ein bisschen problematisch. Und danach läuft die Kolonie, halbwegs zumindest. Wenn jetzt nichts ganz Schlimmes passiert, sollte man rumkommen. Arzneimittel sind erschöpft, wissen wir. Wie viele Sunnies haben wir? Einen. Ja, Maki, wir haben vorhin nämlich über dich geredet. Das war so ganz so, weißt du, wir unter uns, weißt du, wir zwei, der Zuschauer und ich, ja. Haben so gesagt, hey, der Maki, ja, denkt nochmal an. Eigentlich ging es um The Crew damals, ja. Weil da Wildrun ja jetzt rauskam und dann haben wir so gedacht, ach, der Maki, Mensch, der war ja auch noch dabei. So ging es eigentlich los, ja. Dann haben wir gesagt, ja, der Maki, der wollte doch eigentlich streamen, ja, der wollte jetzt professioneller, hauptberuflicher Streamer werden, habe ich gehört. Aber da kam dann nichts, ne? Da war die Liebe zu wenig. Jetzt bin ich mal gespannt, was er schreibt auf den Quatsch.
Ja, die Erweiterung, glaube ich, ist schon draußen. Also ich habe zumindest dafür einen Key bekommen. Ich weiß nicht, ob die schon so ist. Weihnachten geht doch bestimmt was. Ja, wer weiß. So, Freunde, also, jetzt schaut's gut aus. Wir haben endlich mal die Möglichkeit, hier dick schön mit Arzneimitteln zu arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass auch unser Sunny noch arbeiten darf. Bist du Biologen? Ist das der Sunny hier unten wahrscheinlich? Nee, das ist auch ein Biologe. Da ist Biologen, die hier rumlaufen. Das ist unser Sunny. Sag nicht, unser Sunny liegt irgendwo im Bett. Oder stolpert hier durch die Gegend. Da ist er. Habe ich ein paar Keys dabei? Nee. Heute nicht. Es gibt nicht immer Keys. Weil sonst kommen alle nur wegen Keys abstauben. Weißt du, ist auch blöd. Nö. Kommt unverhofft. Ja. Und ich habe jetzt auch mittlerweile überlegt, dass ich es gar nicht mal mehr ankündige. Weil ich da echt kein... Nee, da habe ich momentan auch irgendwie keinen Bock drauf. Dass dann Leute tatsächlich nur wegen Keys kommen. Jetzt nicht falsch verstehen. Ohne Scheiß. Nicht falsch verstehen. Aber Keys kommen wirklich jetzt nur selten. Ja, weil ich einfach... ich will nicht, dass dann jeder nur da ist, nur um einen Key abzustauben. Wir spielen einfach eine Runde und gucken mal, was rauskommt am Ende. Das ist der dritte Planet, Winnie. Ja, ohne Scheiß. Das ist der Mond. Da gibt es keinen Wind und keine Atmosphäre. Das heißt, extrem hohe Meteoritenrate. Und dazu kommt auch noch der kleine, aber feine Fakt. Eben... dass du hier lauter Sonneneruptionen hast und dass das echt ungünstig ist. So, hier wird wieder einer der Arbeiter flott gemacht. Kann wieder frisch in die Mine rein. Sehr nice. So. Drazen auch wieder am Start. Hallöchen, Mensch. Dich habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. So. Schlückchenzeit. Pass auf, Schlückchen. Hechti, warum liest du Zwerg meine Kommis nicht? Ich lese die schon. Nur nicht, wenn gerade der Strom ausfällt, wir keine Ersatzteile haben und keine Arzneimittel. Dann ist es ein bisschen, schwierig mit Lesen. Also bin ich mehr am Panikschieben. Weißt du? Fallout 4! Ja, aber absolut. Das ist absolutes Spiel, das muss man einfach haben. Das ist einfach mega nice ist. Also wirklich, selten ein Spiel gehabt, das mich so mitgerissen hat. Fast wie The Witcher, von dem ich auch gehofft habe, dass es heute gevotet wird. Ehrlich gesagt, ein bisschen zumindest hatte ich die Hoffnung, dass auch Witcher gevotet wird oder Fallout. Einfach weil wir da vom Let's Play her weiterkommen müssen und dann machen wir halt ein Live-Let's Play draus. Also wäre ich jetzt auch nicht böse drum gewesen, aber alles, was ich zur Wahl gestellt habe, hatte ich ja eh Bock drauf. Also von daher, das war jetzt quasi nur mein internes Ranking. Aber so geht's auch. Planet Base, Freunde. Mensch. Ein zweites Krankenbett. Ja, wobei ich will das Bioplastik sparen. Oberzwerg, Dankeschön. Für einen Follow. So. Sunny pennt gerade. Das ist natürlich denkbar blödeste Zeit. Ja, die Arbeiter liegen halt ein bisschen krank im Bett, weil die halt sich echt ständig in der Mine verletzen. Das ist ein bisschen... Ich sag ja, die haben nicht die Cleversten da hochgeschickt. Das war ein bisschen unglücklich von der Auswahl her. Aber wir kriegen ja hin. Wir haben zum Glück durch das eine Kräuterfeld hier, kriegen wir so viel Medikamente raus. Und das verbraucht aber dummerweise auch extrem viel Bioplastik. Apropos Bioplastik, da müsste man eigentlich mal die Herstellungsgrenze für Arzneimittel runtersetzen. Dankeschön! Nico Dreams! Danke für deinen Follow. So, Ersatzteile auch auf... Ich setze das mal alles auf 30. Auch die Halbleiter, damit wir irgendwann mal... gut, die Pistolen setzen wir mal auf 10. Und die Bots lassen wir auf Maximum. Das muss reichen. Nochmal, Fips, auch dir, Dankeschön. Marcel Let's Play, auch dir, ein Dankeschön. Was ist nur los heute? Sehr, sehr nice. Hol einen zweiten Sunny. Ja, das ist allerdings richtig. Einen zweiten Sunny müssten mal wieder einstellen. Ich habe bloß Angst, dass es einfach knapp wird. Wir brauchen nämlich eigentlich bräuchten wir jetzt nochmal ein bisschen mehr in Energie. Also ein bisschen dritten Solar-Kollektor, vielleicht auch mal eine Nummer größer.
und nochmal ein zwei. Wow. Zum Glück war da gerade niemand drin. Also wir müssen auf jeden Fall die Energie noch ein bisschen anheben. Ich hätte auch dringend gerne eben einen neuen Energiekollektor, einfach weil es sicherer ist. Was ich aber auch ein bisschen Sorgen habe, ist, dass die Ersatzteile nur eins eingelagert sind. Wir bräuchten zum Beispiel auch mal einen Lagerraum, damit das alles ein bisschen flüssiger läuft. Warte mal, was kostet denn das Lager 2? Könnten wir uns leisten. Würde ich mir auch leisten wollen, wenn ich ehrlich bin. Pass auf, wir machen das Lager jetzt hier mal rein. Einfach vom Anschluss her ist es gerade günstig. So. So. Gucken wir mal, was ist da los? Von wo kommt eigentlich Maki? Aus dem Dschungel, tatsächlich.